So, ihr Lieben, da sind wir wieder zurück bei Harry Potter und der Stein der Weisen. Es gab eine kleine Pause, das ist absolut richtig. Ich werde vielleicht in einem Video ein bisschen darüber sprechen und schnacken. Das wäre doch ganz gut. 20 von 25 Bildkarten, nicht schlecht, Herr Specht. Und wir müssen immer noch an Filch vorbei und seiner Katze. Was war das? Komm heraus, komm heraus, wo immer du dich auch versteckt hältst. Ist das jetzt ein kleiner Hint auf den Film? Come on, wherever you are. Komm raus, wo auch immer du dich versteckst. Okay, da ist die Katze. Die hopst da oben rum. Die Frage ist, müssen wir hier auf ein Bücherregal? Mrs. Norris! Also da hoch können wir schon mal... Was geht hier vor? Wer war das? Natürlich hat uns die Katze erwischt. Okay, Leute. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo wir hier überhaupt lang müssen. Ich habe... Was war das? Nicht die leichteste Ahnung. Geh weg, please. Eindringling! Nein. Ich kenne Eindringling. Das ist eine große Lüge. Das ist eine große Lüge. Oh, Leute, ist schon wieder eine Weile her seit meinem Harry Potter Marathon. Ich habe mir mal alle Filme angeschaut. Nein, nicht ganz alle Filme. Es fehlen ja leider noch ein paar. Das ist ja das Problem. Ah, doch, es geht. Man kommt hier hoch. Ah, der fast kopflose Nick. Oder? Ja. Der hilft uns doch bestimmt, oder? Hallo, da bist du ja wieder, Harry. Hallo. Wie läuft es mit der Bodensuche? Fred und George planen mal wieder einen Streich, nicht wahr? Ich kann gerade nicht reden. Ich habe von deinem Sieg beim Quidditch gehört. Gut gemacht, Harry. Hast den Pokal schon fast in der Hand, was? Du schmeichelst mir. Achso, er zeigt uns den Weg. Ja, das ist aber nett. Das ist aber nett von ihm. Flypanden. Gibt's hier irgendwas? Hier gibt's bestimmt irgendwas. Ja, wie gesagt, mir fehlen halt leider noch ein paar Filmchen. Und zwar die letzten beiden, um ehrlich zu sein. Ach, guck mal, hier ist ein Boden. Aber das wird nachgeholt demnächst. Und dann bin ich, denke ich, auch mal wieder richtig so in der Harry Potter-Stimmung drin. Aktuell bin ich nämlich gerade voll so bei Star Wars tatsächlich. Ja, da habe ich jetzt... Hat mich das Fieber gepackt, sozusagen. Und meine... Okay. Alles klar. Tu, was du tun musst, Harry. Es ist alles in Ordnung. Als das Leichtathlet hat man es aber auch nicht einfach. Ist ja bald Rio. Ja, Olympia mit den deutschen Leichtathleten hatte ich ja letztens mal kurz erwähnt. Dummerweise. Nein! Okay, das war Glück. Das war pures Glück, dass die Katze so blöd ist und uns nicht erwischt hat. Hallo? Bevor wir jetzt dem fast kopflosen Nick folgen, würde ich ja ganz... Ist die Katze immer noch... Die Katze ist immer noch da! Die Katze ist einfach immer noch da. Ich glaube, die ist jetzt ein bisschen gebuggt. Würde ich ja ganz gerne die Bohnen einsammeln, aber ich glaube, wir kommen da gar nicht ran. Was denn? Oh je. Wo ist er denn jetzt hin? Ja, wo... Ich bitte, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler! Wer ist hier hinterhältig, hä? Ach nein, wäre es hier widerwärtig. Ich wollte trotzdem ein Star Wars Zitat draus machen. Tut mir leid. Han Solo for the win. Ich bin ein bisschen, wie sagt man? Ein bisschen angespannt. Ich würde es ganz gern hier überleben. Wir hüpfen mal über seinen Kopf hinweg. Das haben wir ja schon mal ausprobiert. Wir wissen also, dass das geht. So. Zack. Und wir folgen dem fast kopflosen Nick mal weiter. Der weiß schon, was zu tun ist. Finde ich aber cool, dass wir endlich mal einen Geist haben, der uns auch helfen möchte. Was? Oh je, wo ist er denn jetzt hin? Bitte, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler. Alter. Wollte die Katze... Die wollte jetzt aber nicht ernsthaft... Ich habe so ein bisschen Bammel mit der Katze, ganz ehrlich. Den Sprung schaffen wir niemals darüber. Wir machen es mal lieber auf die sichere Art. Denn hier ist das Gittertor offen. Kleiner Harry Potter. Harry Potter. Kleiner Harry Potter. Springt wie ein kleiner Leichtathlet. Das ist mir lieb. Na komm.
Was ist denn jetzt mit den Bohnen? Hey, jetzt mal im Ernst. Was ist mit den Bohnen? Uns fehlen doch jetzt welche. Bin ich irgendwie blöd? Das kann doch niemals jetzt stimmen. Da geht's schon weiter. Wir haben die Bohnen vergessen, Leute. Ich kann die Bohnen nicht zurück. Mrs. Norris? Miep. Oh Gott. Die springt jetzt aber... Hey, die ist runtergefallen. Die ist schon wieder runtergefallen. Sag mal, ist sie blöd? Was? Boah, ey. Diese Katze. Diese Katze ist so... Die nervt. Nervt. Sie nervt. So, Leute, wir holen uns diese Bohnen. Koste es, was es wolle. Hier sind noch drei. Und da ist die Tür zu. Dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Oder müssen wir jetzt komplett nochmal runter? Aber komplett nochmal runter? Nur für... Wie viel waren es? Zwei Bohnen? Ach, wir sind von da gekommen. Stimmt. Okay. Vielleicht haben wir ja Glück und... Hier waren noch Bohnen. Das war doch hier. Hier waren Bohnen. Das ist doch Zauberei. Das ist doch Magie. Hier geht's nicht mit rechten Dingen zu. Übrigens kam ein neuer Trailer raus zu Fantastic Beasts and Where to Find Them. Und ich bin ja tatsächlich doch schon so ein bisschen gespannt auf den Film, muss ich mal ganz klar sagen. Also, der macht dann doch einen interessanten Eindruck, ne? Muss man mal ganz fairerweise mal sagen. Also, hätte ich nicht gedacht persönlich, dass mich das so locken kann. Ich bin zwar ein Harry Potter Fan, keine Frage, aber also jetzt nicht so wie andere. Ne? Also da habe ich schon andere hier auch lesen dürfen in den Kommentaren, wo ich weiß, okay, die haben echt Ahnung, die haben auch die ganzen Bücher gelesen und so, was ich ja nicht getan habe. Aber ich fand die Filme halt gut und dementsprechend... Ups. Und dementsprechend muss ich halt sagen, bin ich schon so ein Fan von der Reihe. Also mir gefällt die sehr und ich lasse mich da gerne in den Bann ziehen, sagen wir es mal so. Und auch die Filme habe ich ja nun beim letzten Mal, wo ich die angeschaut habe, wieder mal geliebt. Also da überlegt man ja mal, wer ist so der Favorit. Und das fällt einem eben... Ist es der Raum der Wünsche? Raum der Wünsche. Hier mit dem Spiegel, genau, das wollte ich sagen. Da fällt einem eben immer auf, dass man halt feststellt, Teil 1 und Teil 2 ist halt schon eher so das Familienkino, ja, wo man auch die Kinder mitnimmt und was so ein bisschen Fantasy-Spannung ist und sowas. Und die älteren Filme dann, da merkt man eben schon, dass es ein bisschen düsterer wird, was nicht schlimm ist, denn man hat ja gemerkt, dass diese gesamte Buchreihe bzw. diese Filmreihe eine Generation abholen möchte und mitnehmen möchte, dass man also mit den Protagonisten heranwächst. Das hat man halt schon stark gemerkt, aber ich denke, das ist gar nicht so schlimm für die Kids, dass sie dann praktisch mit dieser Filmreihe aufwachsen konnten. So, das ist schon ganz cool. So, wir gucken jetzt mal in den Spiegel und ich sehe mich persönlich mit einem Wiener Schnitzel und Kartoffeln mit Mischgemüse und Bratensauce. In der Hand, also mit dem Teller. Wow. Boah, der ist so begeistert, der kann sogar seinen Mund geschlossen halten beim Reden. Das ist der Wahnsinn. Okay. Ich sehe meine toten Eltern. Das ist traurig. Das ist nicht zum Im Spaß. Spiegel Nerhegeb. Nerhegeb, genau. Und Harry, seine Eltern, James und Lily Potter sehen. Harry starrte sie sehnsüchtig an. Fast so, als hoffe er, durch das Glas zu ihnen zu gelangen. Er erstarrte, als er plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte. Puh, Magic. Harry drehte sich langsam um. Nun... Wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels, Nerhegeb, entdeckt, sagte Professor Dumbledore. Er erklärte Harry, dass man in diesem Spiegel nichts anderes als seine tiefsten und verzweifelsten Herzenswünsche sehe. Und auch, dass man aus ihm weder Wissen erlangen, noch die Wahrheit in ihm erkennen könne. Der Spiegel, Nerhegeb, kommt bald an einen neuen Platz, erklärte Dumbledore. Dann fügte er hinzu, dass Harry nun gewappnet sei, falls er noch einmal auf den Spiegel stoßen würde. Gewappnet? Aber wofür denn? Dachte Harry.
Es ist ja fast so, als hätte Dumbledore schon gewusst, was passiert, ne? Diese dreckigen kleinen Ferkelchen sind uns entwischt, Mrs. Norris. Ich habe die einzige Tür nach draußen versperrt, meine Nerven zuliebe. Warte hier und bewache die Bibliothek, meine Süße. Wieso kommt da Vogel- und Froschgeräusche? Ich hinterfrage dieses Spiel aufs Schärfste. Oh. Das war also nur ein kleiner Exkurs in den... Was war das jetzt für ein Raum? Warum stand da der Spiegel ganz allein? Alter Schwede, die Tür, die... Okay. Offenbar sind wir nicht nur unsichtbar, sondern wir sind auch durchdringbar. Oder so. Also Mrs. Norris passt jetzt praktisch auf die Bibliothek auf. Ja, dann können wir ja einfach Filch folgen, ne? Wieso konnten wir das vorher nicht die ganze Zeit bei den anderen 20.000 Geheimgängen? Ich hinterfrage dieses Spiel nach wie vor aufs Schärfste.